arbeiten aber am zweiten Cyberpunk-Teil. Ja, diesmal hoffentlich, ja, zum Release fertig dann. Ey, danke für die 1000 Bits und alles Gute zum Geburtstag. Ja, es war ein Online-Modus geplant, Richtung GTA. Also so, dass du ganz viel, weißt schon, ganz viele Möglichkeiten hast, ganz viel Entscheidungsfreiheit. Aber ist halt zeitlich nicht fertig geworden. Eigentlich will ich den Schmetterling, der kann wieder so einen Upgrade-Stein haben, den wir brauchen. Solche Passagen, das macht denen immer so Spaß zu designen. Da sitzen die im dicken Stuhlkreis bei sich im Office zusammen und dann wird ordentlich bei den Streamern reingespectated, wie sie in den Tod stürzen. Dann wird am Kaffee geschlürft und am Cookie geknabbert und wird sich ordentlich kaputt gelacht. Da wird ordentlich gelacht. Don't lie, du wärst genauso. Bruder, ich wäre der Allerschlimmste. Bei mir wäre alles voll, so wie bei Dark Souls 2. Dark Souls 2 hatte so geisteskrank viele Passagen davon. Warum stirbt eigentlich der Schmetterling nicht von der Kugel? Guck mal, der rollt einfach durch den durch. Das ist ja unlogisch. Wenn der mich jetzt runtergekickt hätte, dann hätte ich einfach meine ganzen Ressourcen verloren. Imagine. Na! Digga! Diese Hurensöhne, Mann. Oh Mann, wie so ein Pickbomb-Ball. Bum, bum. Hin und her gependelt. Aber ich glaube, jetzt habe ich es vom Rhythmus hin. Und der eine Schmetterling ist ja jetzt tot, deshalb muss ich auf den nicht mehr geiern. Vakuse hier noch mit dem Fünfer. Hab dich vermisst, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir wieder besser. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß beim Spiel. Ja, siehst du ja, Bruder. Hab den Fun meines Lebens. Danke dir. Grüße gehen raus. Ändern wir mal unseren Talisman gegen Zombies. Ah, ne, das ist der falsche. Lost. Wo ist denn hier nochmal gegen Zombies? Da. Kadaver.
Guck, ich wusste es. Deshalb ist immer wichtig, dass man auch die Sachen, auch wenn es man mal abpackt, mitnimmt. Ich wusste, dass einer von denen safe einen Stein gibt. Jetzt haben wir nämlich 4, weil 4 steht für Lifestyle. Nächstes Waffen-Upgrade. Ich bin's 10. Bruder, wo bin ich denn jetzt? Nein! Nein! Bleibst du hier? Na, noch einer, doppelt besser. Oh, ein Shortcut. Ich liebe dieses Map-Design mit diesen Shortcuts. So geil. Ab zur Base. Waffe upgraden und ein Level up. Ich glaube, unsere Waffe ist jetzt schon auf plus 9. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir jetzt wieder eine andere Upgrade-Ressource. Das ist tatsächlich jetzt, wo es mir auffällt, Chat, es ist wie in Elden Ring und vielen anderen Souls-Games. Es gibt 3 oder 4 verschiedene Arten und du machst immer 3 Waffen-Upgrades mit derselben Art des Steins. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 mit derselben. Du brauchst 1 Stein, 2 Stein, 4 Steine. Und dann brauchst du den höheren Stein. Ja. Genau, plus 9. Und jetzt brauchen wir einen Vollmondstein. Ja. Das wird wahrscheinlich der höchste sein. Also auch sehr klassisch gehalten, das System. At the house of Ware hinzufügen. Master Fanini's collection box. Patrons of prestige can always count on seeing a bit more than the average customer. I am at the house of Fanini. Geil, dass man da auch immer noch eine kleine Mini-Belohnung kriegt, so, ne? Zufriedenheitsschleifstein. Erhöht vorübergehend kritische Trefferrate der Waffe. Hoffe ich mal. Oh, Amulett hat auch. Fortschritt plus 4. Oh mein Gott! Huge Amulett! Erhöht die maximale Menge an Lebenspunkte, Ausdauer und Legion. Ja, moin, hat er einfach auf Tasche. Zum Verkauf. Einfach so auf Tasche. Auf Tasche, Mimascho. Gekauft. Alle möglichen Kurbeln. Was haben wir hier? Erhöht vorübergehend überwältigen Angriff der Waffe. Auch gekauft. Echten geilen Shit hat er jetzt am Start gehabt, ey. Und das ist nicht mal schwer, das Amulett. Jetzt wird's langsam Zeit für einen zusätzlichen Amulett-Slot. Dass ich den ganzen geilen Scheiß überhaupt tragen kann. Ich schau mal ganz kurz, ob wir das schon frei haben.
zum Skillen, weil da unten warten ja immer noch die beiden Roboter mit zweimal Quarz. Herz war es. Hier ist es, ha? Ja. Aber wir kommen da noch nicht hin. Okay. Das heißt, wir müssen noch eine Stufe weiter skillen. Mindestens 2 Quarz, also Minimum 5 Quarz brauchen wir, dass wir noch einen Amulett-Slot haben. Aber da haben wir auch 4 Amulett-Slots. Hier kann man nochmal Fable-Künste aufladen. Bricht die feindliche Haltung, wenn perfekter Block erfolgreich war. Lol, ich dachte, das ist standardmäßig aktiv. Und vielleicht dann mehr? Erhöht die maximale Anzahl der spezieller Schleifsteinnutzung. Ui! Dann können wir einfach unser Feuer- oder Blitzschleifstein öfter benutzen. Brauchst nur 3. Ich bin hier schon. Kann ich das schon benutzen? Ja, du hast recht. Ich bin hier schon. Ja, das sah für mich gerade so aus, als wäre es vielleicht noch nicht freigeschaltet. Aber ja, ich bin hier schon. Du hast recht. Brauche ich nur 3. Aber das ist geil. 2x Schleifstein-Nutzung für einen Bossfight. Oh, Phase 5 ist sogar noch undercover. Ja, geiler Shit ist hier am Start. Das mit dem Amulett ist wahrscheinlich sehr strong. Mehr Fable auch geil. Geiler Shit. Schon wieder 3 Stunden drin, Chat, und fühlt sich an wie 5 Minuten. Auch das Gebiet, wo wir gerade sind, auch wenn es ein bisschen ein kleiner Tilter ist, macht's Bock. Ist halt so ein typisches Souls-Gebiet. Ich glaube, in keinem anderen Souls-Teil kann man so schnell diese Runengefäße aktivieren. Feier ich. Warum ist da der Handschuh? Bedeutet das, dass der Hund da gerade ist? Nee, gell? Warum ist da der Handschuh-Chat? Könnt ihr mir das sagen? Echt, kann man ihn den geben? Der hat doch gar nicht gefragt, als wir mit ihm gelabert haben, oder? Oder ich hab's nicht gesehen. Ja, Freezy, du kannst die Organe resetten. Ungefähr. Ah, tatsächlich. Während der Hälfte des Spiels. Also ich hab's vor kurzem freigeschaltet. Kannst deine Skillpunkte resetten mit Ergo, also, ne, deine Attribute, dein Level, deine Organe und noch deine Legionswaffen. Deshalb pflückt immer brav diese Samen vom Baum. Das Ding war Müll? Warum war das jetzt Müll? Okay, der war jetzt gerade nicht so erfreut. Der war jetzt gerade nicht so erfreut, der Bree. Hat ihn nicht gepasst. Aber habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ah, jetzt mit der Schmiede im Hotel reden. Okay. Dachte schon. Lol, schaut mal oben links bei der blauen Buffleiste, wie geil das Symbol jetzt auch aussieht von dem. Ups. Vom Amulett. Bei welchem NPC kann man das resetten? Ist eine Statue, Raigeki.
merkt ihr einfach einen riesigen Hulk-Boss mit Dreadlocks. Von dem kriegst du dann einen Schlüssel und mit dem Schlüssel öffnest du eine Tür und da ist eine riesige Statue. Und da kannst du dich resetten. Du hast den Hulk-Boss gemacht. Ja, dann vor dem Hulk-Boss bisschen zurücklaufen, da ist eine Türe. Even the Union's advancement test didn't make me this nervous. Did the gloves make Alidoro happy? Hat er sich gefreut. Er hat sich drüber gefreut. Das ist eine Lüge. Wir sind ja, wollen ja Mensch sein. What a relief. Also haben wir gelogen. Confident in my weapons, but it was my first time making gloves, so I was a little nervous. Gloves seemed a logical gift, because I know he lost a finger. I was there, after all. We could have starved to death, trapped under the rubble. If I don't want to think about it. I will never repay that sacrifice, even if I spend my whole... Thanks. I was too shy to give such a gift to him myself. Speaking of... Jetzt seht ihr wieder, du spürst eine Wärme. Oh, heißt es jetzt wieder, wir werden noch mehr menschlich? Whatever choice you make, I... Ich find's auch so geil, also das Spiel ist echt sehr gelungen. Wenn das Ergo flüstert, also wir eine Handlung gemacht haben, sei es Mensch- oder Puppenhandlung, dann dieses Feedback, das das Spiel einem gibt, ist auch echt sehr geil. Die Katze kann ich streicheln. Ja, ich bin schon menschlich genug. Pflücken. Die Dinger immer brav abholen, Chat. Braucht ihr zum Resetten. Der Charakter zuckt auch viel weniger. Echt? Ist das euch aufgefallen? Darauf habe ich jetzt noch nicht geachtet. Macht ja aber auch Sinn, ne? Wir sind ja kaum noch Puppe. Steffen, vielen Dank auch für den frischen Sub. Willkommen. Viel Spaß mit Emotes. Gerne mal nachschauen, Chat. Vielleicht ist der Prime Sub ready. Twitch Prime und in die Unsterblichkeit rein. Martin, danke noch für 38 Monate auf Streak. Max, danke für 2 Monate. Und Dusky, danke auch noch für den frischen Prime Sub. Willkommen. Was füllt das Amulett noch? Legion. War Legion für unseren Arm oder war Legion das Blaue? Oh Gott. Hä? Der hat mich in der Luft getroffen. Für den Arm, okay. Wäre mir beides recht gewesen. Das Game ist echt geil, Mann. Es macht einfach Laune. Störungskartusche. Störungswiderstand. Mhm. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier jetzt schon alles gesehen haben. Ich bin ja einmal runtergeflogen. Ich will einmal noch schauen, ob es da oben was gab. Ich danke wirklich Gott, dass es solche Gebiete in dem Spiel fast gar nicht gibt. Hier und da ist mal ein Brett, was einbricht und so. Aber Bruder, imagine jedes zweite, dritte Gebiet so ein Gebiet. Da hätte ich mich schon längst in den Strick gebunden, ey. Was war da unten? Da unten ist der dicke XXL-Nude-Ordner von deiner Mom. Frag doch nicht so doof.
teilst du ihn mit mir? Nein. Wenn man in den Genuss kommt, so etwas zu bekommen, dann bleibt das schön bei einem. Ein Gentleman schweigt und genießt. Spring den Aal! Ich weiß jetzt nicht, ob ich falsch gesprungen bin oder ob da eine unsichtbare Mauer ist. Ja, ich habe nochmal einen tiefen Blick in den Ordner geworfen. Wollte nochmal gründlich nachschauen. Na, Chat, ich mach das alles. Ich mach das alles fürs Geld. Je öfter ich runterfall, desto länger werden die Videos auf YouTube. Schön den Content bisschen strecken. Video auf 8 Minuten strecken. Kapu, wapu, schnappu. Auch für euch ein bisschen amüsieren, ne? Eigentlich würde ich das Gegner hier, das Game natürlich hier No-Hit durchspielen auf einer Arschbacke, blind. Gar kein Problem. Kappa, wappa, schnapper. So, nochmal, muss nicht sein. Da muss man doch rüberkommen, oder? Ja, es soll wohl nicht gehen. Schade. Ich hab's verstanden. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da umsonst nochmal umsehe auf Krampf, aber ich habe das Gefühl, da war noch was. Hier sind wir hergekommen. Alle guten Dinge sind 4. Ja, eigentlich schon. Aber muss nicht sein. Oh, das sehe ich zum ersten Mal. Die Bonfires können auch deaktiviert sein, wenn ein Gegner direkt daneben ist. Habt ihr gesehen? Es hat rot geleuchtet. Ja, Lost Ergo kümmere ich mich gleich drum. Bin eigentlich confident genug, hier jetzt nicht zu sterben. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Das ist das. Super Sache ist das. Ah, super Sache ist das. Ah, krass, man verliert gar nicht alles.
Jetzt liegen da noch. Ach so, das. Nee, das sind die neuen Ressourcen, die ich erlangt habe. Oh, scheiß drauf. Na, genauso fühle ich mich auch gerade. Überrollt. Ich wette, ich bin ja auch gerade umsonst am Rumeiern. Und hier gibt es nicht noch einen Pfad. Aber ich will es wissen. Aha, guck, da liegt noch ein Item oben. Es hat sich gelohnt, die minus 11.000. Und was ist es? Oh ja. Bisschen Ressourcen. Das hat sich doch gelohnt. Minus 11. Supi Sache steht's. Ach, jetzt halt's Maul. Also, da war noch was. Hätten wir jetzt nicht 11.000 verloren, hätte sich das auch gelohnt. Aber so war das tatsächlich ein schlechter Trade. Also zwei aufgeladene Angriffe hintereinander sind auch so sexy von der Waffe. Der arme Bär. Der war eh schon tot. Zombie-Bär. Shizu, danke noch für 4 Monate. Sonar, danke für 11. Und Flame, danke für 23 Monate. Danke euch, Jungs. Grüße. Wollen wir wieder Zeit für einen Boss hier? Geil, das, wenn man es in die Luft schafft, die einen nicht mehr treffen, wenn man halt in der Luft ist. Schon eine sehr geile Prothese. Klinge eines Stadtlangspeers. What the fuck, what the fuck, what the fuck? What the fuck ist das gruselig? Ah! Digga! Gänsehaut. Ja moin, in der Luft weggeklopft hat er mich. Ah! Oh! Sprungamulett. Geil. Erhöht maximale Ausdauer. Also jetzt gönnt das Game aber mal. Wir haben aktuell
159 Ausdauer. Wenn wir das anlegen, haben wir 174. Also gar nicht so wenig. Gibt es eigentlich auch Plus-Amulette im New Game Plus-Chat, falls ihr das wisst? Ich würde sagen. Echt? Gibt's? Geil. Aber schnellere Ausdauerregeneration finde ich besser jetzt für mich. Als mehr Ausdauer. Flat. Aha, hier steppt man also da rein. Frage ist jetzt, bleibt die Kanone kaputt, wenn ich sie kaputt mache? Oh, nur plus zwei gesehen bis jetzt. Ja, reicht doch, oder? Plus zwei reicht. Gibt's doch auch, wenn ich mich nicht irre, in Dark Souls 3 gibt's plus eins Ringe, plus zwei. Ah, Chlorophont-Ring oder wie er heißt, der grüne plus zwei. Oh mein Gott, der ist so turbo-broken. Chloromantie? Nimmst du das schlechtere Amulett? Das Amulett erhöht die Ausdauer Wiederherstellungsgeschwindigkeit. Das ist für mich besser als also einfach als mehr Ausdauer zu haben. Weil ich komme mit dem Ausdauerhaushalt aktuell ziemlich gut zurecht. Wo geht's denn hier jetzt hin? Hä? Waren wir hier schon? Warum geht's denn jetzt hier auch noch weiter? Weil da hinten haben wir doch noch so einen Pfad übers Dach. Ich dachte, da geht's eigentlich weiter. Meinst du, Patch, das ist was für Holzfokus? Holzfokus? Meinst du den Zauberstab? Besseres Scaling. Der andere Zauberstab gibt dir mehr maximales Mana. Und den Zauberstab, den ich benutzt habe, der gibt dir besseres Scaling. Oder andersrum, ich weiß nicht mehr, aber das hatte einen Grund. Weil sonst hättest du, glaube ich, mehr Mana skillen müssen. Dann hättest du nicht zweimal Feuersturm durchbekommen. Irgendwie so. Es gibt sogar noch einen Fokus, der deinen AP-Damage, also Magie-Damage, extrem boostet, aber dafür das Mana halbiert. So, hier rüberspringen wollte ich auch noch. Ach, Digga. Ach, das bringt gar nichts, hier rüber zu springen. Da sind wir wieder am Anfang. Lost. Ja, wichtig. Alle Wege trotzdem abchecken. Man weiß es immer nicht. Ich hab's halt jetzt nicht erkannt, ne? Dass es wieder der Pfad ist, wo wir hergekommen sind. So, dann porten wir uns zum Sumpf und hoffentlich bleibt jetzt die Kanone kaputt und dann holen wir uns mal von den Robotern das Quarz ab. Also ich muss sagen, Chat, das Gebiet ist sehr spaßig. Wirklich geiles Gebiet.
Und auch, weil die Kugeln mich das ein oder andere Mal in die Versenkung geschoben haben. Das ist einfach so ein richtig typisches Souls-Game-Gebiet. Dadurch, dass es halt auch bis jetzt sehr selten war, oder gar so ein Gebiet gab es ja bis jetzt gar nicht, auch sehr angenehm. Abwechslung. Aua. Ach, jetzt komm. Och Mann, ich hätte ja so Lust, dass die Fable-Kunst mal öfters durchkommt. Aber nein. Es ist fürchterlich. Ich habe ja gerade gar keine Ausdauerregeneration mehr. Schock ist ja so eine Frechheit. Na klar, nerv auch noch, du kleine Hund. Hundpuppe. Ich hab Rollen gedrückt, aber ich hab gar keine Ausdauer. Fick dich mal mit deinem Schockscheiß. Bro, was ist das für eine clunky Bullshit-Scheiße, Mann? Dieser scheiß Schockeffekt geht auch nicht mehr weg, ne? Sei groggy. Schockresistenz brauche ich. Schock, 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 Schock. Elektroblitz. Schock, 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 Schock. Feuer. Schockwiderstand. Schock, Schock, Schock. Ah, perfekt. Ich habe schon das Item an, was mir am meisten Schockwiderstand gibt. Nö. Jetzt ist wieder meine ganze Ausdauer weg. Nein. Bitte nicht, Bruder. Nein. Oh Gott. Nice, heal. Her damit. Ah! Wirklich das Einzige, was an dieser Gegnerart unfassbar abfuckt, ist, dass man immer diesen Schockstatus hat und man hat quasi keine Ausdauergeneration mehr. Es ist wirklich unfassbar nervig. Nur deshalb ist der überhaupt wieder stark. Sonst wäre der so free.
Und dann kommt ab und zu auch noch so eine kleine Mini-Puppe und stresst auch noch rum. Ist es doch einfach nur doomed. Oh! Wo kommt denn der goldene Flieger auf einmal her? Moin, mein Hübscher. Oh, ich dachte, vielleicht gibt der Vollmond. Imagine, der hätte mir jetzt Vollmond gegeben. Nochmal ein Waffen-Upgrade. Hätte ich nicht nein gesagt, so ist nicht. Jo. Nimm. Ich hasse es so unendlich. Ich krieg nie die Fable-Kunst durch. Es ist langsamer als der Immobilienverwalter vom Apo RED, dem Allerechten. Deshalb wurden sie ihm auch alle unterm Arsch weggefändet. Meine Fresse, Mann. Es ist unerträglich. Das war ja wieder klar. Jetzt triffst du aber. Flippt so aus, der fuckt so ab, der fuckt so ab, Mann. Ja, jetzt ist wieder Froggy vorbei. Danke für nix. Nuppengame. So, 100 Jahre, dann ist die Ausdauer auch mal wieder voll. Ui. Wahnsinn. Viel stressiger, als es eigentlich sein müsste. Wer wohnt jetzt in seinem 8-Auto? Vielleicht hat er auch schon 9 Autos, man weiß nicht. Aber voll geil. 2 Quarz auf Taschos. Noch 1, dann können wir uns das nächste Upgrade gönnen. Was wollten wir upgraden? 9 Amulett-Slot oder... Was gab's da noch, was mich interessiert hat, Chat? 9 Amulett-Slot und... Weiß gerade nicht mehr. Irgendwas Geiles war da auch noch. So, tauschen wir wieder unsere Legionswaffe. Pupp. Und weiter geht's. Ach ja, doppelten Schleifer, genau. Twitch-Chat-weise. 2 Schleifsteine. Lächelt mich eigentlich auch an. Beides geile Effekte, würde ich behaupten. Ja, Falkenauge habe ich gemacht. Habe ich mir schon gecraftet, 3 Geki. Problem ist, die skaliert nicht mit Stärke, sondern mit Technik. Also Geschicklichkeit quasi. Ja, 2 Schleifsteine sind Gamechanger für Bosse, würde ich behaupten. Aber noch ein Amulett-Slot? Auch nicht bad, ne? Dann könnte ich dieses Parry-Amulett, also ich habe mittlerweile auch echt viele Amulette, ne? Parry-Amulett könnte ich immer tragen. Und ja, das war's schon. Oder auch das mit mehr Ausdauer, haben oder nicht haben. Stärkeboost. Geiles Gebiet, hat richtig Spaß gemacht. Kannst du nicht umscalen? Bei den Legionswaffen glaube ich nicht, oder Chat? Da kann man das Scaling, soviel ich weiß, nicht verändern. Was eigentlich schade ist, ne?
Im Sumpf gibt's noch was. Was denn? Erzähl. Was bringt Stärke? Na, Stärke ist halt ein Attribut. Und wenn meine Waffe auf Stärke scaled und meine Legionswaffe, ist das halt doppelt gut. Ich brauche halt nicht die Granate spielen, wenn sie nicht auf Stärke scaled, weil sie dann halt einfach weniger Damage macht. Den Stalker im Sumpf. Ist hier unten ein Stalker irgendwo? Da hinten oder wo? War ich da hinten noch nicht? Ja, okay, gut. Ist ein guter Call. Wir haben jetzt sowieso da alles geklärt. Dann können wir da mal vorbeischauen. Und hinterm Turm ist noch eine Kiste. Jetzt machen wir auch mal hier wieder Legionsmagazin hin. Ey, Oikwa. Danke für den frischen Prime noch. Ah, this must be quite an urgent patient to seek out my humble abode. You are still breathing. Auch eine geile Maske. I must treat you quickly. Grodd cannot have any more live patients. Trust me, it's better this way. Tis far nobler to die. No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. Boah, schade. Wäre das durchgekommen, das hätte ihm richtig Aua gemacht. Boah, die Kombo, geil. Oh, jetzt wieder schwerer Angriff. Na, der hatte eher nicht das Spaßpaket abonniert. Der alte, gute Eulendoktor. Ist gewollt, dass so viele Parallelen zu Bloodborne herrschen? Also, die haben sich auf jeden Fall das ein oder andere bei Bloodborne abgeschaut. Das kann man, denke ich mal, absolut sagen. Okay, dann geht's mal weiter jetzt hier. Ah, die Kiste habe ich vergessen, ne? Was war. Ist da irgendwas Wichtiges drin? Man muss eigentlich gucken, ne? Vielleicht ist ein Quarz drin.
Quarz-Mimarz oder irgendeine geile Waffe. Habe ich die Kiste? Okay. Nein, Quarz war nicht drin. Daran kann ich mich erinnern. Ein Mainboss haben wir heute gelegt. Muss sagen, die Gebiete hier gerade recht groß. Wie fandet ihr das Gebiet, Chat? Also sogar das mit den Kugeln, wo mich runtergeflippt haben, fand ich geil. Seitdem ich den geupgradeten Legionsarm habe. Ich finde es halt nice, wenn wir später mal Bock haben, können wir ja easy mit diesen, Golddingern. Goldfrüchte da. Goldmünzen? Früchtmünzen? Ich weiß gar nicht. Was heißen die Dinger? Auf jeden Fall können wir uns auch einfach mal eine andere Legionswaffe upgraden und dann eine andere ausprobieren. Welches Souls Game fehlt mir noch auf Platin? Diese 9 Souls Games, die wir alle angespielt hatten im Stream. Alle 3 fehlen mir noch auf Platin. Also Thymesia, dann dieses andere Puppenspiel, wo ihr mir den Namen gleich reinschreibt, auf korrekt. Und auch Wulong. Die fehlen mir alle noch auf Platin. Steel Rising, genau, danke, Chat. Die waren alle nicht schlecht, aber waren jetzt auch alles keine Banger-Banger, muss ich sagen. Besonders Steel Rising fand ich, weiß nicht, auch teilweise viel zu leicht. Da bin ich ja gefühlt gar nicht gestorben. Mortal Shell habe ich gespielt und fand es sehr geil. Habe ich auch auf Platin. Habe ich schon öfters im Stream gesagt, da fand ich die Trophäe, dass man komplett ohne Shell durchspielen muss, also ohne Körper, extrem geil, weil man ja von allem wanted ist. Muss es quasi No-Hit spielen beim Boss. Das hat einfach Bock gemacht. An earthquake. That came from the direction of Krat Central Station. Oh, this could be bad, pal. Ja, Shuriken war schon gut. War auch so ein bisschen nach wie Bloodborne, ne? Thymesia. Muss ich auch mich nochmal richtig mit befassen. Da fand ich die Mechanik wirklich sehr geil, dass du gegnerische Fähigkeiten stehlen und übernehmen konntest. Und dann, ja, gegen Bosse auch einsetzen und so. War einfach eine sehr geile Mechanik. Ja, ich weiß, Patches. Dieses DLC muss ich noch spielen. Das ist, glaube ich, so eine Art Rogue-Modus, ne? Die Erweiterung, die rauskam. Warum tragen die Menschen eigentlich alle immer so Masken? Das ist halt der Style, Stil, ne? Vom Spiel. Anfänger. Ah, Hugo hat es auch ins Spiel geschafft. Kaum hat der Bray ein bisschen Hype, wird einfach er auch ins Spiel eingebaut. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end. Eremitenhöhle. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll. Life is short, and life. All I can do is keep plugging away. Okay, ist irgendwann die Tür offen, wenn man irgendein Ereignis? Wenn man irgendein Ereignis geschafft hat, ist dann hier offen. Open the gates! Ja, mehr. Ja, Chat. Ihr seht mal hier noch mehr reden. Bringt das was? Life is all I can do. Ja, eigentlich stimmt, ich hätte mit jedem NPC hätte ich mal komplett alles reden müssen. Das fällt mir jetzt so ein. Da habe ich irgendwelche Hinweise bekommen.
Ja, mit NPCs reden immer sehr wichtig in Souls Games. Ah, Madness, ja, das Game ist sehr geil. Ich feiere das sehr. Ah, ich finde es halt auch tatsächlich angenehm, dass es nicht so mega ehrenlos schwer ist. Dass man kann es schon, ich zumindest, kann es schon echt gemütlich daddeln. Das ist einfach angenehm. Es macht Spaß, hat geile Grafik, geile Mechaniken. Schöne Soundkulisse, also an dem Game ist alles sehr gut. Macht einfach Laune. Man muss nicht um seine Mutters Ehre spielen und wird immer von jedem Boss lang gemacht. Was mal eine willkommene Abwechslung ist. Nice, die kann man sogar unbegrenzt kämpfen, kaufen jetzt. Auch geil, mit dem Ausrüstungsgewicht steigt auch die maximale Legion, ne, also für unseren Arm. ...12.000 brauchen wir jetzt für ein Upgrade. So, als nächstes gehe ich wieder in Damage. Genug auf Tragekapazität geskillt. Flo, vielen Dank auch für deinen frischen Sub. King, danke für 2 Monate. Und Kuchenstück, danke für saftige 47 Monate. Noch ein Monat hast du 4 Jahre voll. Die machst du auch voll, sonst banne ich dich auch aus dem Chat raus. Sag ich dir, wie es ist. Mach die Faxe mit dir nicht mehr mit. Kappi, wappi, schnappi. Entschlüssel das Gefäß. Welches Gefäß? Oh, Boss, ja! Ich habe auch richtig Bock auf den Boss. Yibi. Das ist doch safe ein Sumpfboss, oder? Hm. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Safe. Feuer besser, würde ich behaupten. Ich bin gespannt. Yibi. Das war echt ein sehr großes Gebiet. Schleifstein. Oh. Kannst du beim Armtyp entschlüsseln, hast du vom NPC bekommen. Okay, machen wir später. Oh nein, nicht irgend so ein Riesenviech wieder, Mann, bitte nicht. Aus wie eine Riesenameise. Tangela! Tangela hat es auch ins Spiel geschafft. Mit Schneckenaugen. Ist der hässlich. Ach du Scheiße. Grünes Monster aus dem Sumpf. Imagine, du bist so hässlich, dass du nicht mal einen Namen hast. Ich hab nichts gesagt. Okay, die Beleidigung hat er persönlich genommen. Huch.